Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind wieder live in meinem Amtszimmer mit Solo Grandioso, Kabarett aus dem Amtszimmer der Oberbürgermeisterin. An vier Mittwochabenden jeweils um 19 Uhr wollen wir, die große Kreisstadt Schramberg im Schwarzwald und der Schwarzwälder Bote, unser Medienpartner, Sie zu Hause in Ihren Wohnzimmern zum Lächeln bringen. Mit dabei sind fünf Künstler. Am ersten Abend waren es die Kecheles, letzte Woche Leibsle, heute ist bei uns zu Gast Fräulein Wommi Wonder und in der nächsten Woche Alois Gscheidle. Wie immer können Sie, wenn es Ihnen gefällt, für die Künstler spenden. Den Link zum Spenden finden Sie sowohl unter dem YouTube-Video als auch auf der Facebook-Seite der Stadt Schramberg, von wo ja jetzt auch gestreamt wird. Fräulein Wommi Wonder freut sich auch sehr, 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 wenn Sie die Möglichkeit nutzen und aktiv kommentieren, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook. Schicken Sie Ihre Fragen, Anregungen und Impulse rein, dann wird es heute Abend ein richtig schöner, interaktiver, lebendiger Mädelsabend. Ich bin auch dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf Fräulein Wommi Wonder. Ihre Dorothee Eisenlohr. Eisenlohr, wunderbar und herzlich willkommen all ihr Reichen und Schönen und ihr optischen Herausforderungen. Herzlich willkommen, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Zwischendinger, liebe Bäberle und Schnäpperle, liebe Mitbürger und Mitbürgerruinen zu einem wunderschönen Abend in einem wunderschönen Ambiente bei einem wunderschönen Programm und heute auch bei vor wunderschönem Publikum. Ich kann nämlich bei euch bis ins Wohnzimmer gucken. Ja! Füß vom Sofa! Ja, die nächsten 6,5 Stunden haben wir nämlich Zeit, uns aneinander zu gewöhnen. Ich bin die liebe Wommi und das hier ist das Rathaus in Schramberg im Schwarzwald. Eine wunderbare Stadt, wo alles klare Strukturen hat. Da heißt jeder Jung Hans. Ja, und jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Es ist wunderbar und ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Es ist ein bisschen ungewohnt. Es ist ein leerer Raum, es ist nur eine Kamera, unser Kamerakind, der Nikolas dahinter, er ist ein bisschen errattig, hat kaum was an, ein Tiger-Tanga, der dreht nachher die Kamera um, dass ihr alle was davon habt. Oh. Aber er hat eine Ganzkörpermaske, also insofern, ich versuche mich optisch und hormonell nicht ablenken zu lassen. Obwohl ich ein bisschen Ablenkung brauchen könnte, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe einen ziemlich stressigen Tag hinter mir. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Im ersten Moment dachte ich, ich wache auf, ich lebe. Positiv. Und dann wollte ich mich für euch frisch machen. Weil ich hatte heute Morgen nicht nur Ausstrahlung, ich hatte Ausdünstung. Ja, mein Deodorant hat vor mir Feierabend gemacht. Ich meine, jetzt ist es egal. Er ist happy, unser Kamerakind. Also der Kameramann, der Nikolas. Weil ich habe ein neues Parfum dran aus der Serie Transvestit. Das nennt sich Bleu Chabrac. Ja. Das Nachfolgemodell von Bleu de Gans. Das war ein Schnäppchen. So. Die Käuferin war hinter im Lager. Ja, weil normalerweise habe ich ein anderes Parfum. Normalerweise nehme ich immer Frustration von Schewers. Weil das ist ein schwäbisches Parfum, das riecht ganz leicht nach Maultäschle. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass der Schwabe dieses schwäbische Element aus jeder Pore rausschwitzt und rausdampft. Weil der Schwabe, so gern ich ihn habe, der hat einen Fehler in der Genstruktur. Der schämt sich für das, was er ist, was er hat und was er kann. Und das braucht er nicht, weil wir Schwaben, wir können alles, wir haben alles, wir haben sogar Erotik. Jo. Erotik. Wir lassen es halt nur nicht gern raus. Wir wissen, das ist vorhanden. Pragmatisch mit um so einem Motto, Schatz, wollen wir heute Nacht? Nein, wir sparen es uns. Das ist der Schwab. Ja. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich unter die Dusche und das Wasser prasselte auf mich herab und ich prasselte fröhlich zurück. Und dann sah ich auf dem Boden in der Duschkabine so eine kleine Spinne. Und nicht so als Phobikerin so, stirb, stirb, stirb. Es war keine Spinne, mir ist eine Wimper abgegangen. Jesus Maria, 7,50 Euro raus zum Abguss. Das hat die Schwäbi nicht gern. Da war der Tag schon rum, bevor er angefangen hat. Ich war total fertig.
Und dann habe ich aber gedacht, es ist egal, du fährst jetzt los nach Schramberg. Und dann bin ich in mein Auto eingestiegen, in mein kleiner Opel Corsett, und habe ins Navigationssystem eingegeben, so tipp, 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 Schramberg. Ich sage, das Navigationssystem, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe gesagt, das ist egal, da muss ich jetzt durch, mir geht hin, wir dürfen es schaffen. Und das ist, und dann bin ich, das ist ja wichtig, das ist wichtig. Und ich bin eingestiegen und im Fahrer habe ich dann gemerkt, Jesus Gott, mein Blick fiel aufs Armaturenbrett. Also er fiel nicht richtig. Er hat sich nicht wehgetan, das sagt man einfach so. Als er fiel aufs Armaturenbrett, und da habe ich gesehen, wie die Anzeige bei der Tankuhr also extrem auf der falschen Seite stand. Und ich habe gedacht, Jesus Maria, du fährst auf dem letzten Tropfen, du kommst im Schwarzwald gar nicht an, und er weiß, was dir zwischendurch passieren könnte, was du vielleicht gar nicht wolltest oder vielleicht doch, aber du willst ja nicht riskieren. Du musst zum Tanken. Gerade jetzt, wo alles so billig ist wie noch nie, da fühle ich dich auf einmal 30 Jahre jünger. Und dann war ich an der Tankstelle und ich wusste eines ganz genau, ich tanke immer für ganz genau 20 Euro, ganz egal, was es kostet. Jetzt habe ich aber das Problem. Ich schaff's irgendwie nicht genau 20 Euro am Zapfhahn irgendwie hinzukriegen. Da tröpfelt's irgendwie durch und dann schaffe ich sowas wie 19,95 Euro, 19,96 Euro, 19,98 Euro, 20,02 Euro. Und damit das mit diesen lausigen 2 Cent heute nicht passiert, habe ich gedacht, gehe ich zu dem freundlichen Mann vom Service und frage, ob er mir helfen kann. Dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, ob er mir was einfüllen kann. Dann guckt er mich an und sagt, Fräulein Wonder, was darf es denn sein? Super oder normal? Dann war ich kokett und habe gesagt, was passt denn besser zu meiner Figur? Dann gab es Diesel. Da war ich dann fertig. Ich war völlig geschockt und dann habe ich mir überlegt, du fährst nicht mit dem Auto, du fährst mit der Bahn. Das mache ich gern. Wenn ich irgendwo engagiert bin, ich fahre immer mit der Bahn, so gut es geht. Weil ich bin ja öfters engagiert, ich bin ja ständig unterwegs. Oh, ich trete überall auf, wo man mich lässt. Stadthalle, Gemeindehalle, Aussegnungshalle, ich habe da keine Berührungsängste. Und also nicht nur öffentlich, das muss ich mal sagen, das soll keine Werbung sein, nur so ein bisschen Reklame. Sie können mich nicht nur öffentlich sehen, Sie können mich auch privat buchen für einen Kindergeburtstag. Das mache ich sehr, sehr gern. Da singe ich eine halbe Stunde, spart Ihnen 6 Monate Erziehung. Das kann ich Ihnen garantieren, das steht im Vertrag. Und da gibt's auch alle Möglichkeiten, mich zu buchen. So Firmenfeier, Silvesterfeiern, Hochzeiten, Scheidungen, Pfändungen, Beschneidungsfeiern, rufen Sie an, ich bin dabei. Ja, ich bin kürzlich aufgetreten auf eine griechische Beschneidungsfeier. Da gab es anschließend frittierte Kalamari-Ringe. Ach, es war sensationell. Wie der Schwab sagt, nur nichts verkommen lassen. Ja. Und ich fahr dann, wenn ich unterwegs bin, so gut es geht, fahre ich mit der Bahn. Das ist wichtig. Das unterstützt das ganze System. Ja. Und ich war vom halben Jahr mit der Bahn viel unterwegs. Da war ich engagiert im Nahen Osten, also in Dresden. Und ich bin dann losgefahren in Stuttgart mit der Bahn. Und wenn Sie in Stuttgart am Bahnhof sind und die Reise beginnen wollen, da geht doch Spaß am Bahnhof schon los. Stichwort Stuttgart 21, Baustelle, Umleitung, überall. Da kommen Sie her und sagen dann sowas wie, oh Gott, wo geht denn der Zug nach Dresden? Der geht nicht, der fährt. Okay, von mir aus, wo fährt der Zug nach Dresden? Ja, Gleis 16. Wo ist Gleis 16? Da drüben. Aber durch Baustellen Stuttgart 21 Umleitung ist Gleis 16 nicht mehr da drüben, sondern 850 Meter weiter auf der anderen Seite. Wenn Sie da kurz vorm Gleis sind, sind Sie kurz vor zu Hause. Und dann denkt man sich, jetzt könnte der Rest von der Strecke auch noch zu Fuß laufen. Und das nervt einen. Und das weiß die Deutsche Bahn, deswegen versucht sie gerade deeskalierend einzugreifen und hat so fliegende Kaffeehändler, die begleiten dich auf dem Weg vorne ans Gleis. So dieses, hey, du wolltest Kaffee kaufen? Und dann habe ich zu meinem gesagt, ja gern, 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 was hast du im Angebot? Und dann sagt er zu mir, Latte to go zum Mitnehmen. Latte to go zum Mitnehmen. Der braucht 3 Sprachen, um einen Satz zu ruinieren. Und ich habe dann gesagt, no, nada, thank you, niente, danke.
brauche ich alles nicht. Ich bin dann nach vorne gelaufen, ans Gleis, zu Fuß, ohne Gepäck, mit Gepäck, aber ohne Getränk. Und dann, was habe ich gesehen? Das Erste, was ich gesehen habe, war dieses Schild so, heute 20 Minuten Verspätung. Die Betonung liegt auf heute. Keiner glaubt, dass da irgendwas mal noch irgendwann pünktlich kommt. Und ich wusste eines ganz genau aus Erfahrung. Aus 20 Minuten wird das gern 40, 60, 80. Nach oben hin ist bei der Deutschen Bahn keine Grenze mehr gesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, Jesus Maria, du weißt nicht, wann der Zug kommt. Du musst was essen, du könntest vom Fleisch fallen. Du musst wieder zurück in die Schalterhalle irgendwas besorgen. Jetzt hatte ich aber 4 Koffer und 6 Taschen. Das war ja nur das kleine Gepäck. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt aber mit den 4 Koffer und 6 Taschen nach vorne laufe, ins Foyer, in die Schalterhalle, dann denkt jeder, ey, die ist von drüben, die will rüber machen. Geht ja auch nicht. Also was denkst du? Dann denkst du, du lässt die Koffer da und gehst zu Fuß nach vorne. Falsch. Kann ich nicht empfehlen. Bis sie zurück sind, die Koffer sind gesprengt aus Sicherheitsmaßnahmen. Da ist dann alles auf die Gleise verteilt, was im Koffer ist. Und damit könnte ich nicht leben. Wenn die Leute wüssten, was bei mir im Koffer ist, wenn das auf die Gleise verteilt ist, dann denkt jeder, Dolly Buster ist geplatzt. Das ist, ich fahre ja mit dem, also, wie soll ich sagen, mit dem Materialersatzlager bin ich ja unterwegs. Das wäre mir dann peinlich. Da habe ich gedacht, das tust du nicht an. Dann bin ich bei meinem Gepäck geblieben. Und was war dann? Mein Zug hatte 80 Minuten Verspätung. 80 Minuten. Ich war so an Fresse. Ich bin eingestiegen. Das Erste, was ich zu hören bekam, war so Fahrkartenkontrolle. Da waren sie pünktlich. Dann habe ich meinen Fahrschein vorgegeben. Da meinte der Kontrolleur so, ach, machen wir nachher. Da habe ich die Karten also dem Schaffner gegeben und der guckt das an und sagt dann so, ah, das ist ja eine Kinderkarte. Und ich habe gesagt, jetzt sehen Sie, wie lange ich auf diesen Scheißzug gewartet habe. Was hast du mir jetzt reingegeben? Das war jetzt völlig irgendwie mit in die Pointe, aber war super. Du wolltest nur, dass man dich sieht, oder? Das sind Fragen, die Menschen gestellt haben. Warum stehen da 2 Gläser Sekt? Kommt noch jemand? Nö, die sind für mich. Und hinterher, ich mache dann den Kameramann gefügig, aber das ist hinterher. Wir machen das trotzdem auf 2,50 Meter Abstand. Und dann, woraus bestehen die Haare? Das möchte keiner wissen. Das ist eine Schwimmnudel, aber das glaubt mir keiner. Eigentlich ist es echtes Haar, aber ich war jetzt Corona-bedingt 5 Wochen nicht beim Friseur. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, ja, genau. Deutsche Bahn. Das ist super, man probt stundenlang in die leere Kamera, dann kommt das Kamerakind rein und bringt dann was. Es ist okay, alles was. Was das irgendwie auch. Ja, nochmal was. Komm, gib. Alles, was jetzt kommt, das sammeln wir nachher, bis ich zum Dings komme. Kann man Wommi mal komplett sehen? Ja, auf DSF bei Sexy Clips, jede Nacht um 3.30 Uhr. Da tanze ich dann an der Stange. Kommt Wommi von der Alp? Jo. Also nicht, das muss ich jetzt sagen, das erzähle ich immer im Programm. Von der Alp komme ich nicht wirklich. Ich komme eigentlich aus dem Oberschwäbischen, aber das ist so am Rande der Alp. Und ich habe mir dann gedacht, du sagst auf der Bühne, du kommst von der Alp, es gibt soziale Pluspunkte. Wenn du sagst, du kommst aus dem Oberschwäbischen, sagen die Leute, naja, ist ja nett. Wenn du sagst, du kommst von der Alp, sagt jeder, ach die Arme. Ja, das war's, genau. Ja, was wollte ich denn sagen? Ja, Deutsche Bahn, das ist übrigens kein Flachs, das ist wirklich wahr. Ich fahre gerne mit der Deutschen Bahn und ich war auch wirklich in Dresden. Ich liebe Auftritte in Dunkeldeutschland. Da hole ich mir über die Gage und Solidaritätszuschlag wieder zurück. Ich nenne das zärtlich Aussie Flatrate. Und weil es macht Spaß, im ehemaligen Osten der Republik also aufzutreten oder im ehemaligen anderen Teil der Republik, weil die in der ehemaligen DDR, die haben was der Ossi hat was der Wessi verlernt hat. Der Ossi hat das Talent, zwischen den Zeilen zu lesen. Das schafft der Wessi nicht. Der Wessi denkt sich, was soll ich zwischen den Zeilen lesen, da steht ja nichts. Und es macht wirklich Spaß. Es macht Spaß, weil in der ehemaligen DDR, da ist Travestie eine anerkannte Kunstform. Da heißt es zwar nicht Travestie, da heißt es Phönomimik. Also Phönomimik, Phonomimik, ja. Die haben da drüben für alles heute noch ihre eigenen Begriffe. Da heißen Särge, heute noch Erdmöbel. Und ich finde, wenn man zu Travestie Phönomimik sagt, ich finde, das hat was, oder?
Wenn man mit Sprache spielt, bleibt bei mir ein Pluspunkt. Wenn man zu Travestie, Phonomimik sagt, das ist was Besonderes. Weil das, was ich mache, heißt in Deutschland in jedem Landstrich irgendwie anders. Ich war mal in München engagiert, da kam der Veranstalter und meinte, hey, ho, jetzt kommt gleich so eure Zipfelbritschen. Da ist dann Phonomimik dann doch die bessere Variante. Und ich kann Dresden, das muss ich sagen, in die Republik, ich kann Dresden nur empfehlen. Mädels, Elbflorenz ist wunderbar. Dresden fahrt hin, Dresden rein, Dresden rum, Dresden wieder raus. Also ich hatte Spaß. Und das Gastspiel in Dresden, es ging so 3 Tage und danach war ich im angrenzenden Bundesland engagiert, in Thüringen, in Erfurt. Also ich war da, Erfurt, und ich war wirklich mit der Deutschen Bahn unterwegs, weil ich liebe es, mit der Deutschen Bahn unterwegs zu sein. Man steigt irgendwo ein, man steigt irgendwo aus, hoff, das ist der Zielbahnhof. Und vor allem das Schöne ist, da kommen da immer am Schluss so diese Ansagen aus dem Off, so, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Also auf Hochdeutsch ist das eine Katastrophe, aber auf Sächsisch hat es Unterhaltungswert. Also wir waren unterwegs von Dresden nach Erfurt im Abteil nur ein so ein älteres Ehepaar. Und kurz vor Erfurt kam diese Stimme aus dem Off so, verehrte Mitreisenden, wir nähern uns Erfurt. Danke, dass Sie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an den Führer. Und dann meinte der alte Mann im Abteil, ja, lebt er noch, lebt er noch. Das haben die irgendwie falsch verstanden. Das war also Zugführer, wollte ich sagen. Das war nur eine Verkürzung. Ja, gut. Was mir halt passiert, als ich mit der Bahn unterwegs war. Aber heute dachte ich mir, von Stuttgart nach Schramberg mit der Bahn ist ein bisschen schwierig. Diese Strecke ist nur suboptimal erschlossen. Da habe ich gedacht, du fährst mit deinem Auto. Dann bin ich losgefahren mit meinem kleinen Opel Corsett, wie gesagt. Bin dann losgefahren, losgebrettert und kaum war ich in Schramberg hinterm Ortsschild. Auf einmal hat es geblitzt und ich dachte, hoch, die Paparazzi. War eine Radarfalle, danke fürs Gespräch. Und dann 100 Meter weiter nach der Radarfalle steht ein Polizist an der Straße und winkt mich raus. Und ich dachte noch, ah, es wird noch mein Glückstag. Einer in Leder. Habe ich voller Erwartung so die Scheibe runtergekurbelt, kam der Polizist und meinte, Papier. Ich sagte, Schere, wer hat jetzt gewonnen? Das war überhaupt nicht sein Humor und ich wollte nur die Situation entkrampfen. Dann guckt er mich an und sagt, Sie sind viel zu schnell gefahren, Sie haben doch was getrunken, gäbe es du. Ich habe gesagt, nein, nur ein bisschen Tee. Sagt er, möchten Sie blasen? Ich habe gesagt, um Gottes Willen, wenn Sie mich so direkt fragen. Und was soll ich euch sagen? Ich musste ran ans Röhrchen. Und was hatte ich? 1,2 Kamille. Ich war sowas von durch. Ich war da sowas. Ich war sauer. Und ich wusste, ich habe was angestellt. Und jetzt wird's teuer. Weil seit gestern kostet ja alles x-mal mehr als vorher. Und dann bin ich zum Polizist hin und habe gesagt, ich habe was angestellt, gell? Sagt er, ja. Ich habe gesagt, kostet's was? Sagt er, ja. Ich habe gesagt, was kostet? Sagt er, 50 Euro. Ich habe gesagt, okay, steig ein. Ich wollte nicht alleine hier ins Rathaus kommen nach Schramberg. Aber letzten Endes blieb mir dann doch nichts anderes übrig. Und ich kam dann gleich heute Nachmittag rein, bin nach hinten in die Garderobe. Garderobe! Ja. Das war das Nebenzimmer, wo die ganzen Akten stehen, so mit der Steuerunterlage und so von der Stadt Schramberg. Ich habe das durchgeschaut, ihr seid trotz Krise noch gut dabei. Und die Unterlagen sind perfekt, das ist alles in Ordnung, da sind keine Fehler aufgefallen. Und dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe gedacht, oh, das wird schwierig heute ohne Publikum, du musst dich motivieren. Habe ich vor den Spiegel gestellt und habe so mantramäßig immer gesagt, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, sprach der Spiegel. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich habe mich dann davor gestellt und habe gesagt sowas wie, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Fiel der Spiegel runter, so glurr, besser gestorben als gelogen. Es war nicht einfach. Egal, jetzt bin ich hier und ich freue mich und ich würde einfach sagen, trinke mal auf einen wunderschönen Abend, heben wir unsere Gläschen zum Wohle unserer Bläschen. Man hat mir 2 Gläser hingestellt, so in die Welt hinaus, Mädels, auf die Männer, die wir lieben und die Penner, die wir kriegen. So, Prost, Prost. Alkohol, Alkohol, dass du mein Feind bist, weiß ich wohl, doch in der Bibel steht geschrieben, man soll auch seine Feinde lieben. Prost, ich muss ganz kurz was trinken. Ich muss Alkohol trinken, das bin ich meinem Ruf und meiner Leber schuldig.
Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, das heißt immer, die männliche Leber verträgt 60 Milligramm Alkohol am Tag, die weibliche Leber verträgt nur 40 Milligramm Alkohol am Tag. Das macht für mich 100, das ist eine Herausforderung. Ja, das ist es. Darf man doch trinken, oder? Das ist okay, oder? Ja, die ganze Welt säuft, deswegen heißt es doch auch der blaue Planet. Man muss ja aufpassen, wegen Vorbildwirkung, dass die Leute nicht immer sagen, ha, die Wunder kaum ist irgendwo unterwegs, dass der auf sich das Leben schee. Die sauft. Wenn die so weitermacht, dann macht man sich ja Sorge. Die landet mal bei den anonymen Alkoholiker. Nö, ich trinke nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich trinke nur mit Leuten, die ich gern habe. Bei Leuten, die ich nicht gern habe, dann trinke ich vorher. Ich habe mal jemanden gefragt, was ist denn ein Alkoholiker? Dann sagt er zu mir, du erklärst da ganz kurz, guck mal so. Guck mal aus dem Fenster raus, da sind 4 Bäume. Ein Alkoholiker sieht 8. Ich habe gesagt, super, da sind doch bloß 2. Ja, das ist. Es gibt ja Leute, die sagen zu mir, Fräulein Wunder, sagen Sie mal ein bisschen, seien Sie ehrlich, brauchen Sie Alkohol, um fröhlich zu sein? Sage ich immer, nein, fürs Fröhlichsein habe ich Tabletten. Insofern, so. Mach das gerne, trink was. Normalerweise ist das zweite Glas immer für einen Gast, aber weil wir heute keinen Gast haben, trinke ich mit mir selber. Das wird dann schon in Ordnung sein. Ich frage dann auch immer, wenn ich im Programm unterwegs bin, Leute, die bringe ich, denen gebe ich einen Sekt und die beziehe ich ein bisschen ins Programm ein. Nur ganz harmlos, also braucht keine Angst zu haben. Und viele denken so, oh Gott, die spricht mich an, die will ins Bett mit mir. Nein, der Küchentisch reicht, ich bin da sehr flexibel. Das ist Ich spreche grundsätzlich nur Leute an, die ich nett finde und die ich charmant finde, wo ich das Gefühl habe, ja, die machen den Spaß mit. Man möchte ja niemandem was Böses. Das ist. Und das Schöne ist, man erfährt dann immer was von den Leuten, woher sie kommen und was sie machen. Ich habe kürzlich mal jemanden gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie denn so beruflich? Dann guckt er mich an und sagt, ich mache Schlüssel nach. Und ich so, wie macht denn so ein Schlüssel? Ja, muss man länger drüber nachdenken, bis man kapiert hat, worum es geht. Das ist. Und viele fühlen sich ja dann wirklich, angebaggert, so fragen, da die Winterwelt und so. Nein, das möchte ich jetzt mal sagen. Also hormonell sind sie von mir nicht angetastet. Na, das funktioniert nicht bei mir, weil ich bin von Natur aus als Singling gedacht. Ich halte mich an die Regeln des griechischen Philosophen Adipositas, der mal gesagt hat, bleib im Land und nähr dich ledig. Jo. Ich finde ja grundsätzlich, ich mag den Begriff Single nicht. Das ist immer so. Ich bevorzuge hormonell autonom. Ja, weil Single in meinem Alter, das hört sich blöd an. Single. Pff. Single ist irgendwie doof. Da denke ich immer, ich hänge doch nicht an der Nadel und drehe mich um mich selber mit 45 Touren. Das ist doch, ich bin doch keine Single, ich bin eine Maxi. Ja, aber die läuft auch auf 45, das ist wichtig. Weil momentan haben wir einen Retro-Trend, da geht vieles Richtung 33, aber das braucht keiner. Das sind die alte Platte mit den ganz alten Melodien, die singt keiner mehr richtig. Gott sei Dank. Ja. Ich persönlich, ich habe für mich das Gefühl, grundsätzlich, Männer und Frauen, das passt nicht zusammen. Aber die Alternative sieht der Papst halt nicht gern. So sieht's aus. Obwohl, Franziskus ist ja tolerant. Den mag ich ja mehr als den Vorgänger, so der deutsche Papst, Benedikt der 16. Jesus Gott, wir hatten einen deutschen Papst. Und dann geht er noch in Vorruhestand, nimmt seinen Mädchennamen wieder an. Ja, wie affig war denn das? Ein deutscher Papst geht in Vorruhestand. Ja, wann hatte man das letzte Mal? Der hätte sich ein Beispiel nehmen sollen an seinem Vorgänger. Es ist wie auf dem Spargelfeld. Der Pole ackert bis zum Schluss, aber der Deutsche macht Pause. Ich hab's nicht verstanden. Oh, hab ich das? Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Du bist ein böses Getränk. Man macht sich nicht über die Kirche lustig. Man sagt nichts gegen die Kirche. Das tut mir jetzt ganz arg leid. Ich habe das nicht gesagt. Das ist nicht in Ordnung. Das beantworten wir mal. Das ist nicht in Ordnung, sich über die Kirche lustig zu machen. Das macht man nicht, weil die Kirche, die hat sehr viel Gutes bewirkt. Wenn es die katholische Kirche nicht gäbe, was hätten wir heute für eine Hexenplage? Seien wir ehrlich. Das ist, ja, man muss es positiv sehen. Und ich meine, nur weil ich Singlein bin, es ist für mich okay. Es gibt immer Leute, die sagen, das geht auch vorbei. Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Nö, ich bin ja auf Laufform. Das ist okay.
Das ist, ich war im erotischen Roulette noch nie das schnellste Kügelchen. Das ist für mich okay. Das ist für mich. Ich komme auch damit zurecht, dass Leute im Publikum sitzen, wo man das Gefühl hat, wow, die haben sich gefunden, das funktioniert. Ah ja, wo man das Gefühl hat, bei denen hängt der Himmel voller Geigen und die Luft atmet einen Hauch von Lavendel, Oleander, Jasmin, Vernel. Wer das mitsingt, das ist meine Altersklasse. Ja. Kennt kaum noch jemand, oder Vernel? Irgendwie so. Das ist die nächste Generation, so die Generation Fatzebock, denkt immer, warum singt der Saal mit mir? Verstehe jetzt nicht. Die kennen das gar nicht mehr. So, das Sensor-Schäfchen, der Kuschelweichbär oder dieses, nimm den Husten nicht so schwer, hier kommt der Husch, die Nettenbär. Oder das ist meine Alterskategorie. Diese Werbefigur aus den 70ern, so dieses Tilly, Hubert hat um meine Hände angehalten, um dieses spröde Ding. Sie baden gerade ihre Hände darin. In Geschirrspülmittel? Nein, in heißem Frittierfett. Das war meine Jugend. Oder dieses, die Taufe der kleinen Julia, es war ein Ereignis, aber hinterher alle Kaffeetassen noch halb voll. Was war das Problem, Frau Sommer? Die Krönung von Jakobs. Frau Sommer kennt heute kaum noch jemand. Dr. Sommer, den kennt noch jeder. Ja, na bravo. Das durfte mir damals bei uns daheim auf der Schwäbischen Alb nicht lesen. Das war viel zu wenig katholisch. Wir haben uns noch selber aufgeklärt. Das war so learning by doing. Ich kann mich noch erinnern, eines Nachts, als meine Mutter immer so zu mir gesagt hat, so dieses Hände über die Bettdecke, der liebe Gott sieht alles. Und ich gesagt habe, ja, aber er petzt nicht. Ja, das war wichtig. Bei uns war in dem Punkt noch alles in Ordnung. Wir hießen die Kinder auch Hermann und Martin und Sabine. Nicht so wie heute so Chantal, Jacqueline und Kevin Mustafa. Heute heißen sie ja so wie diese Ikea-Betten, denen sie gezeugt wurden. Das ist so. Und weil die meisten heute in Ikea-Betten gezeugt wurden, ist bei denen auch eine Schraube locker. Ja, das ist. Wir können ja nichts sagen, man soll ja nichts Böses sagen. Die nächste Generation ist einfach strunzstrudelblöd. Die meisten denken, Google Hufschreiber mit Doppel-O, aber das ist ein Fehler. Die haben aber auch das Problem, weil wir hatten ja noch in der Werbung Identifikationsfiguren. Das hat die jetzige Generation gar nicht mehr. Was hat die jetzige Generation so? Weißt du, das Öl vom Seitenbacher? Jesus Maria. Oder Karglas. Diese Werbung, die ist ganz perfide. Die ist in so einer Tonlage eingesprochen. Wenn das im Auto läuft, die Scheibe platzt. Das ist ganz bewusst gesagt. Ja, ja. Das ist alles in Ordnung. Da hat man dann keine Fragen mehr. Obwohl, es ist ja bei mir immer so, dass viele Leute Fragen haben. Und deswegen haben wir auch gesagt, die Leute dürfen irgendwie was aufschreiben. Man gibt es mir dann ins Bild, in die laufende Pointe rein. Das ist wunderbar. Ja, das ziehe ich euch vom Geld ab, aber es gibt ja nichts. Alles in Ordnung. Das ist jetzt wirklich live reingekommen, was ich beantworten soll, oder wie? Ah, okay. Gucken wir mal da. Wie alt ist die junge Frau? Jo, alt genug, um alles zu tun, was ich tun möchte. So, was steht da? Ist Wommi dick geschminkt? Bezieht sich das dick auf Wommi oder bezieht sich das auf die Schminke? Nein, ich habe nur ein bisschen Rouge drauf und Tages-Make-up. Es ist gar nicht viel. Wie viel Kilogramm hat die Perücke? Die wiegt gar nicht viel. Es ist wirklich eine Schwimmnudel. Das glaubt kaum jemand. Das ist so eine Isomatte in Scheibe geschnitten. Ihr turnt drauf, ich hab sie auf dem Schädel. Das ist viel Wiege, tut sie nicht, aber sie ist scheiße heiß. Das ist ein Brutkasten auf dem Schädel. Heute auch ein Weizenbier auf Ex wie im Kulturbesen? Nein, mir fällt das Gegenüber. Ich trink irgendein Bier auf Ex nur von jemandem, dem ich es klauen kann. Wenn ich es freiwillig kriege, dann interessiert es mich nicht. So. Übrigens gestern auf Facebook haben auch Leute Fragen gestellt, wo man mir dann hier auf die Zettel geschrieben hat, wo ich dann beantworten soll. Zum Beispiel hat einer gefragt irgendwie, fühlst du dich schön? Was sagt man drauf? Ich fühle mich authentisch. Ich weiß nicht. Ich war mal schön. Und ich war mal jung. Aber irgendwie nie zur selben Zeit. Das ist irgendwie,
Ja, Schönheit ist bei mir eine Frage der Beleuchtung. Ich bin eine Abstandsschönheit. Also mach mich auf 30 Watt, 5 Meter entfernt und es geht. Ja, das ist... Ich bin, auch wenn es die Leute mir anders einreden, ich bin nicht perfekt. Ich hatte zum Beispiel vor einem halben Jahr so einen ganz, ganz schlimmen Waschbrettbauch. Den habe ich weggekriegt durch Eigenfettunterspritzung. Ja, ich brauche keinen Waschbrettbauch, der sieht an mir nichts gleich. Ich möchte nicht aussehen wie jemand, der jemand anderem samstags beim Umzug helfen kann. So sieht's aus. Kannst du singen? Nein, aber ich kann davon leben. So. Haben Sie Angst? Nö, ich bin geboren, Angst zu verbreiten. Angst? Nee, das war wahrscheinlich eine ernste Frage. Ich habe kaum Angst, weil ich immer das Gefühl habe, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und es gibt so viele Ängste in der Bevölkerung, was ich nicht verstehe. Eine Freundin von mir, die hat Arachnophobie. Angst vor Spinnen. Das verstehe ich nicht, diese kleinen Viecher, aber diese... Es hat acht Beine, es hat acht Beine. Aber jemand gesagt, hat mein Coach auch, hat dich noch nie gestört. Aber die hat Schiss vor diese kleinen Viecher. Die schafft es nicht, da Glas rüber zu machen, Papierle drunter zu stellen und das im Garten zu entsorgen. Nö. Die geht ins Internet und sucht nach Alternativen. Und jetzt hat sie kürzlich gelesen im Internet, man kann Spinnen auch mit dem Staubsauger entsorgen. Ja, macht sie jetzt. Und ich gucke mir das immer an, das ist total witzig, wenn sie im Wohnzimmer steht und mit dem Staubsauger gegen die Decke schmeißt, damit sie die Spinne trifft. Das ist irgendwie, nee. Angst habe ich nicht, nur vor der Dummheit der Leute. Das heißt, ab und zu momentan habe ich es. Ja. Hast du noch mal einen Zettel, oder? Mensch, ganz spontan. Bitte? Wie kurz ist dein Kleid? Wie kurz ist mein Kleid? Also wenn ich jetzt stehen würde, würde ich sagen, es ist so kurz, es lenkt vom Gesicht ab. Ja. Und jetzt fragt mich jemand auf Facebook, stimmt es, bist du wirklich gesichtsblind? Das erzähle ich immer auf der Bühne, das stimmt wirklich. Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Prosopagnosie. Prosop, griechisch das Gesicht, und Agnosie, die Unfähigkeit, was zu erkennen. Ich habe Probleme mit Namen und Gesichtern. Ich kann mir Namen merken und ich kann mir Gesichter merken, aber es passt sehr selten zusammen. Deswegen verlasse ich mich gerne auf meinen Taschenzinn, weil der trügt mich selten. Hat aber einen Vorteil, ich denke mir mein Publikum schön. Ja. Weil es ist, darf ich das jetzt einfach mal ehrlich sagen, oder? Es ist ein Problem. Also ich mache mich darüber lustig, aber es gibt es wirklich und ich habe das wirklich, dass ich einfach Probleme habe, Menschen und Gesichter wiederzuerkennen. Und dann wird das manchmal so richtig peinlich. Dann stehst du am Tegelmann an der Kasse und jemand tippt dich auf die Schulter so. Also kürzlich abends in der Stadt, da habe ich sie gesehen, da haben sie mich nicht erkannt. Und dann ist der sauer. Und das tut mir dann richtig weh. Das gebe ich mir ganz, ganz tief rein bis dahin, wo es normalerweise schon wieder gut tut. Und dann gehe ich heim und dann weine ich bittere Zähren. Ja. Und wenn ich dann fertig bin, dann gehe ich in der Plattenschrank und hole deutsche Schlagermusik aus den 70er. So Cindy und Bert, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ja, aber heute ist Mittwoch und es bringt mich keinen Meter weiter. War dir schon mal was peinlich? Ja, aber das genieße ich. Ja, was ist mir peinlich? Ich bin mal von der Bühne gekippt. In Mannheim, da habe ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe mich gedreht und bin dann irgendwie in Reihe 1 gelandet. Jo, aber ist das peinlich? Wir haben heute noch Kontakt. Ich hatte ein Problem, sagen wir so, das Beste, den einzigen Kauf, den ich nie bereut habe, ist mein Navigationssystem. Weil in Geologie war ich immer ganz schlecht, irgendwie so ganz schlimm. Ich kippe das nur noch an, ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahre. Und wir hatten mal ein Gastspiel in Bad Dürrheim. Und ich habe es falsch aufgeschrieben und ich landete dann in Bad Dürrheim. War dann auch nicht so ganz das Wahre. Das war mal relativ peinlich. Genauso wie wir mal ein Gastspiel hatten in Märklingen. Jetzt wohne ich ja in Stuttgart am Stadtrand in so einem kleinen Nest, das nennt sich Nellingen. Und der Veranstalter rief an und sagt, ja, Märklingen und Nellingen, das ist 20 Kilometer, 30 Kilometer auseinander. Und dachte ich, ja, super, 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 super. Bin losgefahren nach Märklingen bei Ulm. Ja, bis ich gemerkt habe, das ist das Märklingen hinter Bietigheim-Bissingen.
Und das Witzige war, in Ulm gibt es neben Merklingen auch ein Nellingen. Und dieses Nellingen bei Ulm ist von Merklingen bei Ulm genauso weit entfernt wie Nellingen auf den Fildern, wie Merklingen bei Bietigheim-Bissingen. Das war ein bisschen peinlich. Ja. Und als ich mal, ich hatte mal einen Auftritt in Münster. Ja, Münster, Westfalen, Ute Limpertown. Und damals hatte ich noch in Stuttgart-Ost gewohnt, hinterm SWR, so in einem, wie soll ich sagen, schicke Einliegerwohnung. Der Vermieter wohnte über mir im Erdgeschoss. Und ja, ich dachte damals wirklich, wow, es geht los. Huh, die Karriere, Ute Limpertown, Münster, Westfalen, juhu. Bin dann losgefahren. Und hinter Frankfurt habe ich gemerkt, Jesus Gott, ich habe den Zettel vergessen, wo dann der Auftrittsort ist. Und damals gab es noch kein Handy, musste der Veranstalter anrufen auf eine ganz, ganz teure Nummer. Und habe gesagt, ja, jetzt bin ich hinter Frankfurt, wie komme ich dann irgendwie nach Münster? Sagt der Fahrer, jetzt in Stuttgart, oder Wilhelma vorbei, rechts hoch, links hoch und dann sind sie da. Dann habe ich erst gemerkt, in Frankfurt, dass ich nicht in Münster in Westfalen gebucht war, sondern in Stuttgart-Münster. Super, das war die Karriere. Ja. Das Schlimme war, wenn du in Stuttgart-Ost wohnst und du bist in Stuttgart-Münster engagiert, wie erklärst du im Finanzamt, dass du 420 Kilometer Benzin abrechnest? Das war schon ein bisschen seltsam. Was ist denn hier? Kennst du ein Gedicht? Jo. Viele. Was kenne ich denn? Die Glocke. Der Erlkönig. Faust 1 und 2. Die Füße im Feuer. Und, ach, von Wilhelm Busch ganz was Kurzes. Es ist bekannt von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. So, Prost. Mal ganz kurz. Es ist keine Zeit für Gedichte jetzt, oder? Hast du nochmal? Oh, ist es. Wie sind die Haare auf dem Kopf festgemacht? Ich setze sie auf. Ganz einfach. Was sind das für Fragen? Das ist alles verwachsen. Das ist. Was ist denn hier noch? Hast du Kinder? Ja, ich hasse Kinder. Ach so. Nein, war Spaß, ich liebe Kinder. Am liebsten gegrillt und mit Ketchup. Es ist, ja, nein, ich habe keine Kinder. Die Zeit ist rum. Das ist der da müsste ich ja Sachen machen, die ich mir als Fräulein gar nicht vorstellen könnte. Außer nach dem Programm hier mit dem Kamerakind, aber er hat so Schiss. Und womit? Mit Recht. So. Hat das, Gott, was steht da drauf? Hat das Alter auch Vorteile? Das weiß ich erst, wenn ich drin bin. Bin ich schon alt, oder? Wäre ich für dich noch richtig? Wie alt bist du? Ich spreche mit dem Kamerakind. 4-0. 40. Du bist ein Küken. Echt? Es ist, weißt du, was das Positive im Alter ist? Du musst nicht mehr bei den Bundesjugendspielen mitmachen. Gibt's das heute noch, oder? Kennst du das noch? Bundesjugendspiele! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir starten eine Petition. Nieder mit den Bundesjugendspielen! Gott, wo ist die Menschenrechtskonvention, wenn man sie mal braucht? Es ist, kennst du das noch, oder? In Bundesjugendspiele, so dieses Weitwurf. Was hast du gehabt? Ich 2,50 Meter. Die Tabelle ging bei 12 Meter erst los. Oh Gott, das war eine Demütigung. Jesus Gott. Ich habe es aus dem Handgelenk rausgeschmissen, wie es meiner Natur entsprach. Oh Gott, manchmal landete die Kugel hinter mir. Und dann dachte ich mir, oh Gott, einmal um die Erde rum, das ging aber schnell. Oder Weitsprung war auch ganz schlimm. Jesus Gott, da hupfst du in die Sandgrube, hast Sand in den Socken, machst du in die Schleiflackmöbel kaputt. Das mag die Mama gar nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, du laufst außen rum, du hast Zeit. Und das Schlimmste, das sage ich jetzt, das Schlimmste war 1000 Meter Lauf. 1000 Meter! Das lege ich in einer Woche zurück, wie soll ich das auf 15 Minuten komprimieren? 1000 Meter! Oh Gott, Mädel muss 800 Meter. Ich habe mich damals immer bei den Mädeln angestellt, ich wusste damals schon Bescheid. Aber der Lehrer hat gesagt, du läufst 1000, du hast dein Zipfelchen. Ich habe gesagt, ich pfeife auf das Zipfelchen, ich laufe 800. Diese Zipfelchen kosten mich 200 Meter. Das musste Feministin erst mal erklären.
erklären. Das ist ja 1000 Meter, das hieß bei uns viermal um den Sportplatz rum. Viermal um den Sportplatz rum. Also bitte. Am ersten Mal, ich konnte mir die Gegend merken, ich musste es nicht dreimal wiederholen. War doch langweilig. Aber der Lehrer hat gesagt, du laufst die 1000 Meter. Ich hab gesagt, das schaffe ich nicht. Dann winkt die 5, dann wink ich zurück. Oh Gott, und dann kam dieser Spruch, das habe ich bis heute nicht verkraftet. 1000 Meter, du laufst die 1000 Meter. Und wenn du es nicht schaffst, ein Fünfer ist das sicher. Aber du laufst es in ein Fünfer. Wegen Leistungsverweigerung ist viel schlimmer als ein Fünfer wegen nicht bestehen. Das habe ich nicht verstanden. Was ist das für ein Geschwätz? Fünf bleibt fünf auf dem Papier, ist der Kringel derselbe. Aber beim Rollen hast du ein bisschen Luft im Ranzen. Das war die 80er Bundesjugendspiele. 80er. Wer nicht dabei war, der hat sie nicht erlebt. Dann, was steht denn hier? Ach, gibt's noch mal was, oder? Ah, ist es. Das ist jetzt wirklich live, das ist jetzt nicht abgesprochen, das kam gerade rein. Hilft dir jemand beim An- und Ausziehen? Ja, selber kriege ich es nicht zu. Selber kriege ich es manchmal auf, da sprengt sich der Reißverschluss von selber. Aber ich habe für sowas Personal, aber die haben halt so ganz, so diese Schere, die in meinem Fasching hat, die auf die Entfernung geht, wegen Corona, so 2,50 Meter. Ich würde heute, das muss ich erzählen, mir haben sie hinter in den Reißverschluss einen Faden reingehängt und dann in die Tür gemacht. Und da musste ich so rückwärts laufen, damit die Tür dann quasi den Reißverschluss hochgezogen hat, damit man nicht sagen kann, wir haben die Abstandsregel nicht eingehalten. Wir sind ja nicht beim Fußball. So sieht's aus. Genau. Was ist denn noch? Hast du was gegen politische Korrektheit? Nix, was wirkt. Ja. Das ist jetzt ein interessantes Ding, weil politische Korrektheit, da habe ich ja grundsätzlich nichts dagegen. Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man das Gegenüber wertschätzt und es wahrnimmt. Eine Frau im weißen Kittel ist keine Frau Doktorin, sondern eine Doktorin. Da finde ich es wichtig. Aber das Schlimme ist, es wird immer so übertrieben. Sie müssen halt fünfmal überlegen, was Sie sagen, damit Sie nur sagen dürfen, was Sie sagen wollen. Man darf ja halt nicht mehr sagen, das Kind ist dick. Man muss sagen, ach, es ist gewichtsbenachteiligt. Das ist ein bisschen blöd. Das finde ich übertrieben. Oder dieses, man darf nicht mehr sagen, das Kind ist dumm. Man muss sagen, ach, es hat Pech beim Denken. So, das ist, man darf ja nicht mehr sagen, jemand ist hässlich. Das heißt, er ist optisch optimierungsfähig. Oder wie der Schwab sagt, sie ist noch Luft nach oben. Ja, man muss ja aufpassen, man dürfte ja nicht sagen, Hoeneß saß im Knast. Das ist, seine Freizeit wurde verstaatlicht. So. Und das macht ja von nichts halt. Kürzlich gab es eine Diskussion im Fernsehen, also so eine religiöse Diskussion, ob jetzt Gott Mann oder Frau ist, ob er die Bibel umschreiben muss oder so. Gott Mann, Frau und Vater, Mutter und sowas. Ja, es ist ja recht, Gott, der liebe Gott ist alles. Aber hauptsächlich ist der liebe Gott der Vater. Wenn Gott eine Frau wäre, man müsste die Bibel komplett umschreiben. Das Alte Testament wird ganz anders aus, der Schöpfungsbericht. Es wäre der Licht. Oh Gott, wie sieht's hier aus? Ja. Ein bisschen absurd. Und das ganz Absurde ist, momentan ist ja ganz wichtig, wenn man irgendwie von einer Gruppe spricht, man muss ja alle mit einschließen, also Männer, Frauen und alles, was sonst noch rumgruselt. Also man muss überall in die Ansprache, in die Anrede ein Innen ranhängen, also die weibliche Form, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt. Also so, liebe Stewardessen und Stewardessinnen oder Hebammen und Hebamminnen oder Frauen und Frauinnen oder Kinder und Kinderinnen. Überall muss ein Innen ran, das ist so absurd. Ich war kürzlich im Baumarkt, was habe ich gesehen? Wandfarbinnen. Ah, jetzt hört es auf. Also Wandfarbinnen, jetzt musst du bei einer Farbe schon überlegen, was sie für ein Geschlecht hat. Ah, bitte. Da weißt du gar nicht, darfst du noch mit Pinsel rein, das ist gleich wieder sexistisch. Hm. Es ist nicht einfach, das ist. Ach, die Zeiten sind hart. Man muss es sich einfach machen. Man muss einfach aus allem immer das Positive raussehen. Das ist wichtig. Wenn der Philosoph kommt und sagt, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer, das ist mir egal, ich trinke, was drin ist. Wenn das Glas halb leer ist, ich fülle es um in ein kleineres, dann ist es wieder voller. So muss man es sehen. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, wir sehen uns mal in echt, mit echtem Publikum im Schramberger Kulturbäse oder im Schwabergipfel.
Ansonsten auf womi.de oder auf Facebook oder irgendwann mal in den Theatern der Republik, sobald man sie aufmachen dürfen. Bleibt gesund und bleibt daheim. Ich freue mich auf euch. Euer Fräulein Womi Wonder.